Hey ho, hier ist wieder euer Alain mit dem Let's Play zu Speedrunners. Heute nicht allein zu Hause, sondern ich habe einen Gast. Wir sitzen bei mir am PC, das ist die Lu. Hallo. Die spielt mit mir zusammen. Die macht quasi den zweiten Alain-Top, der oben eingeblendet ist. Beim Lokalen kann man leider keine extra Namen vergeben. Wir nehmen hier die Random Maps, da erwischen wir sowieso früher oder später alle. Speedrunners ist halt ein 2D-Wettrennspiel, was man online und offline lokal spielen kann. Offline dann halt mit Bots, zwei Spielern, online mit bis zu 4 Leuten. Man hat sehr skurrile Charaktere. Ja, die Lu hat auch einen YouTube-Kanal, da sagt sie nur viel zu leise. Spring, 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 spring! Lauf, 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 lauf! Bin verliert! Pussy! Es ist halt relativ einfach aufgebaut. Man kann springen, sich so über den Boden sliden lassen und diese kleinen Blasen, die man zwischendurch einsammelt, geben einem bestimmte Waffen. Wie zum Beispiel den Haken, mit dem man die Leute wieder zurückholt. So wie das jetzt gerade, das war der Haken. Und dann gibt es auch noch echt lustige Waffen, die man einsetzen kann. Ist halt ein Spiel für zwischendurch, das man auch gut mit Freunden zu Hause spielen kann. Dann spielt man es alleine online. Man kann ja random gucken. Was, wenn die Leute nicht mit dem Kanal, dann hat die Person Pech gehabt. Solche Leute gibt es schon. Nice, Block, nice, Block. Nice, Block. Nice. Nein! Ja! Den Sprung verpatzt. Man muss halt dreimal in Folge auf einer Strecke gewinnen, um den Sieg zu erringen. Und das ist ein sehr einfaches Prinzip. Das ist halt ein Spiel für zwischendurch. Ja, man sollte nur nicht die falsche Taste drücken. Ich spiele das Ganze über Tastatur, wird bedient, mit schönen Controller in der Hand hält. Scheiße. So eine Nahbombe ist eigentlich das Schwierigste anzuwenden, weil solange die Leute hinter einem sind, funktioniert das ganz gut. Allerdings, wenn sie vor einem sind, gibt man ihnen noch so einen kleinen Schub, wie es vorhin bei mir passiert ist. Wenn die Leute hinter einem sind, bringt das halt nicht ganz so viel. Am besten ist immer, wenn die Leute gerade in der Luft sind. Geil, ich bin schon getroffen. Manche Strecken sind auch echt kompliziert. Und manchmal stellt sich auch der Computergegner richtig gut an in diesem Spiel. Das muss ich zugestehen. Ja, das war dumm von mir. Ich habe nur dieses Speedboost gekriegt, weil es in der Luft war und...
Abbomb benutzt habe. Los. No Forest. Ah, nein. Die Rakete ist eigentlich nicht das Nützlichste. Man muss sie nur zum richtigen Zeitpunkt zünden. Ja, du musst ja den Fehler, den ich am Anfang auch gemacht habe. Es darf echt nicht zu eng sein, wenn man sie zündet. Hey, du hast schon deine Rakete? Ja, hat eingesammelt. Wenn man auf den Schrägen landet, kriegt man auch nochmal so ein gewisses Boost. Wie? Ja, wenn du springst und danach kommt eine Schräge. Wenn du da drauf landest, wirst du automatisch schneller. Ja, danke sein, Junge. Es war tatsächlich gut gezündet. Ich kann fliegen. Ich kann auch nicht fliegen. Nein. Oh. Mal gewinnt man, mal verliert man. Mal gewinnt die anderen. Du hast alle wieder ersetzt. Hm? Ich hab mir gedacht, das könnte gut sein. Sieg Runde 1. Yippie. Ja, wir haben da schon ein bisschen gespielt. Es gibt da verschiedene Karten. Man kann auch noch dieses rechts hier auswählen. Dann kann man bestimmte Gimmicks auch einstellen, die man hat. Dann kommen wir mal in den Vorbeteil. Oh. Cool, da war meine Rakete und nimmt mal von mir. Die Karte ist nicht freundlich. Hey, nee, ich will das nicht. Aber diese Steinwände sind alles anders. Stein. Wo ist meine Stange? Hä? Was ist das denn? Ach so! Mann! Ich hab die Stange nicht übrig zu sein, da war ich nicht ein Mann da. Ork. Diesen Strahl ausweichen soll. Strahl? Ja, da war so ein komischer weißer Laserstrahl. Wow, schön ist das hier. Diese Badewannen geben einem den Speedbalken, den sie aufladen. Oh, ah, doch, richtig. Nein, nein, nein. Das war's für mich. Es ist halt noch ein Early Access Spiel, daher kann es passieren, dass man manchmal, wo man noch nicht ganz aus dem Bild ist, schon raus ist. Oder man springt sogar aus dem Bild und schafft es wieder rein. Das Spiel ist da manchmal recht gnädig. Ja, nein, das ist der Laserstrahl, den ich meine. Achso. Fehlt nur noch die. Nein, was? Nee, Pech. Das lag nicht auf meinem Kanal. Oh nee, da verliere ich ja direkt am Anfang. Nein, warte auf mich. Jetzt wollte ich glaube ich warten, jetzt habe ich mir schon ein Ei gelegt damit und lass das Kriegen hier nicht. Chicken Man. Chick.
Chicken Nuggets von McDonald's. Hat auch noch passend die Bomben gelegt. Das kann der Computer tatsächlich manchmal. Komm, ich bin voll weit oben. War ich auch voll verdutzt. Wir haben es einmal auch schwer gestellt gehabt gegen den Computer. Da ist der Computer echt heftig. Da muss man die Strecken schon wirklich gut kennen. Sonst hat man auch nicht mal auch eine Chance. Oh. Ich bin hier oben dann geworden. Das habe ich auch gesehen. Okay, was auch immer das jetzt gerade war, dass das Schicken so hoch katapultiert hat. Ja, du hattest so eine Bombe, diese. Nee, die habe ich auch schon gezündet. Oh. Wie machst du das? Okay, ich verliere diese Strecke eindeutig. Ah, oh, es geht schon. Hey, oh Mann, was? Nein, verpasst, ich habe auf die falsche gedrückt. Ja, oh Mann! Ich hab. Direkt, ne? Also, wir können länger machen, weil. Wir machen das mit. Oh. Danke. Hat sich schlängert. Nein! Ja! Mist. Das ist noch dieser Mist. Ich auch gerade gesehen. Nicht der einzige. Oh. Oh nee. Jetzt kommt das gleich. Ja. Oh, ich kann das überhaupt nicht. Oh, da wollte mich das schicken Blatt jetzt auskatapultieren. Hey, bin ich. Du. Ich komme da nicht. Ja! Nein! Warte, ich bin mal. Puh. Ey, wir haben gleich ein neues Game. Ja, bald gibt's wieder was Neues. Lass mal Update machen. Ja, gucken, was an der Strecke verändert. Diesmal kommt das Huhn zuerst. Das war ich zu bezweifeln. Casino. Das ist so ein Casino. Jeder hat diesen Haken. Ich wollte alle da oben. Die ist einfach den dümmsten Weg. Oh, Huhn, geh weg. Das ist so gut. Boah, ich bin hier einfach mal so locker oben lang gegangen. Nicht nee, schlecht. Du hast leider verpasst. Oh, 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 oh. Also schön. Ey. Geil, ich bin dran. Ja, wo bin ich? Ah. Nein, 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 nein. Oh, nein. Machen wir uns selbst aus. Immer wieder gut. Nein! Oh, jetzt bin ich den dummen Weg gegangen. Ja, geschafft. Das war's. Schnell, schnell, schnell. Boah, das Huhn ist ja voll gut geworden. Ja, manchmal hat's was wie echt drauf. Da zeigt uns der Computer glatt mal, wo er die Locken hat. So. Vielleicht gehe ich hier gleich so wieder locker. Oh nee, das ist gar nicht die Stelle, oder?
Aha. Ich weiß aber, die bin ich mir auch, wenn ich wieder kurz vorm Rausfliegen bin. Um mit damit den Speed, um wieder ins Bild zu kommen. Alter! Schnell. Oh, diese Frau da. Oh, Mist. Mit der Bild. Ja, der Bild. Und mit der Bild klar. Ja, dann beginnt der Sudden Death. Das ist das, was auch am Ende kommt. Oder beziehungsweise bald der erste Haus ist. Das ist auch schon los. Jetzt hat es ja nicht lustig. Wo bin ich? Oh, da! Ich denke, ich bin immer vorne. Boah, der war gut. Der war gut. Ja, ich weiß, meine Witze so lang. Hä? Bin ich doch da? War vergeudet. Ey, ich bin noch da. Wie gesagt, es passiert manchmal, geil, dass man auch aus dem Bild rausspringt und trotzdem noch nicht raus ist. Nicht getroffen. Hä? Ich denke mal, ich bin so faul. Was soll das denn hier? Nee, das war's. Es geht schon weiter. Ah, oh. Ah. Ah. Ah, kann ich mich noch retten? Kann ich mich noch retten? Also du hast den Schuh verloren, damit du aufs Handy gucken kannst. Nein, ich wollte mich noch retten. Ja, ja. Schon wieder, Blick. Hä? Achso, ich dachte, es geht schon weiter. Dauert das noch, oder? Es ist gerade schon weitergegangen. Ja, schon wieder. War das schon wieder eine neue Runde? Ja. Okay, man kann die Kugel irgendwie auch nach hinten schießen. Also keine Ahnung, ob das geht. Die schießt man auch immer nach hinten. Achso, die Feuerkugel? Ja. Oder hat der Computer nach hinten geschossen? Vielleicht hat er sich einmal kurz umgedreht. Das kann natürlich auch sein. Ist in eine gute Richtung abgefeuert. Los, Huhn, flieg! Diesmal wird es als Bild drin. Da war ich nicht so weit hin. Der hat den anderen getroffen, ich hab dich getroffen. Meine Probe ist jetzt dran. Toll. Ja, bin ich auch. Ja, ich bin gut. Ja, seit Ewigkeiten habe ich mal wieder mit. Heute sind wir den Bomben hinterher. Rolli hat sich. Ja, ich war da oben.
Man muss sich umdrehen dafür. Habe ich gerade ausgetestet. Das sieht aber irgendwie geil aus. Nein! 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 Guck mal, ich bin da. Guck mal, ich bin da oben. Schaffe ich das noch zu trinken? Ja, klar. Es wird also aus dem Bild rausgesprungen. Ja, super. Gemeinheit! Hey, der hat gewonnen. Der Computer hat gewonnen. Das ist deprimierend. Ja, ja, das war ein kleines Let's Play zu Speedrunners. Mal schauen, ob wir noch mehr aufnehmen. Gut. Mit diesen Worten, danke fürs Zusehen. Schaut auf meinem Kanal vorbei. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Arlei und Dilu. Bye. Ciao.